Hallo liebe Leute und wir machen weiter mit Treasure Hunter G. Endlich wieder zu Hause angekommen, versuchen wir jetzt mal hier den Abenteuerraum zu finden. Irgendwo muss er ja hier sich verstecken. Das heißt... Moment! Hey, hier ist eine Notiz! Les sie! Les sie! Das ist Vaters Handschrift. Lektion 1. Sei interessiert in Dinge um dich herum und Und hab niemals Angst, einen feuchten Fuß zu fassen. Okay? Moment, das wäre hier. Ah, okay. Ah! Hey, eine Notiz. Lies es. Lektion 2. Sei vorbereitet. Lass niemals deine sozusagen achte immer auf deine Verteidigung oder so. Wenn du schläfst, Lektion 3. Wenn du schläfst, schlafe gut. Dreh es um, da ist irgendetwas auf der Rückseite auch. Hä? Was ist das? Es gibt einen weiteren Raum in diesem Raum. Wenn du... Mal schauen, ob du weißt, sehen oder weißt, was ich meine. Okay, hier im Bett ist er nicht, ne? Okay. Ah, okay. Es ist dieses Bücherregal, was wir zur Seite schieben können. Auch nicht schlecht. Dabei brauche ich es nur berühren. Na gut, egal. Das heißt, hier ist ein anderer Raum. Hier ist es ziemlich dunkel. Wo sind die anderen beiden jetzt? Die kommen nicht mit. Es ist so dunkel. Ja, sag ich doch. Meine Rede. Autsch! Ja, wo ist jetzt der Lichtschalter? Ja, nee. Toller Lichtschalter. Wie auch immer Blue das jetzt geschafft hat, hier Licht zu machen, ohne zu sehen, wo überhaupt was ist. Okay, Blue, du machst mir Angst. Wow, schau dir diesen Raum an. Wahnsinn. Ich frage mich, ob hier irgendwelche Snacks rumliegen. Das ist also Dads Abenteuerraum. Ziemlich abgefahren. Wenn auch ziemlich klein, aber... Oh, coole Lederrüstung gefunden. Ein Hundefangzahn und ich habe keinen Platz mehr. Ja, da muss ich da... toll, Moment. Ich werde es aber auch mitnehmen, das ist auf jeden Fall ein Snack. Den könnte Blue auf jeden Fall auch nehmen. Dazu komme ich aber dann auch erst später und jetzt will ich mal gucken, ob ich hier irgendwas anderes noch... Ah, hey, was ist das? Hä? Es ist flach. Es sieht wie ein Schild aus, aber... Es ist dünn wie Papier. Okay. Ich frage mich, was das ist. Wieder flach. Ein Bär? Das ist ein menschenfressender Bär. Aber er ist flach wie ein Stück Papier. Woraus er wohl gemacht wurde und wie? Ist wahrscheinlich ein Bettvorleger. Wow! Das war ein Buch. Und das tat ein bisschen weh. Würde mich nicht wundern, wenn DJ K.A. dadurch Kopfschmerzen kriegt. Es ist Vaters Notizbuch. Vielleicht, mehr Schwachsinn als diese alten Ruinen. Da sind zwei Briefe drin. Lies sie, lies sie, lies die Briefe. Der erste ist an uns adressiert. Ich packe das Buch in meinen Rucksack. Okay, lass uns alles, das wichtig ist, in Blues Rucksack packen. Notizbuch gefunden. Ich werde den Brief jetzt lesen. Okay. Lieber DJ K.A. und Blue, wie geht es euch? Bitte vergibt meine Stille bis zu diesem Zeitpunkt. Weil ich euch nicht damit hineinziehen wollte. Während meiner Exkursion vor langer Zeit bin ich auf ein Geheimnis des Opas und des Weltenbaums gestoßen. Aber habe sehr wenig dafür bezahlt für meine Erkundung. Besser kann ich es leider nicht übersetzen. Mein Interesse liegt darin, die Schätze zu finden, nicht Academia. Ich habe das Abenteuer ausgewählt. Anstelle der Untersuchung und des Studierens. Demnach kam ein Engel in meinen Träumen.
Sie zeigte mir eine gefährliche Welt, in der sie ist. Indem ich eine Karte bekam, die mich nicht nur in Gefahr führte, sondern auch zum Weltenbaum. Schatzjäger ist zweifellos mein Ding. Und die Schätze sind die Sicherheit auf der Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine würdigere Aufgabe gäbe. Nun denn, ich bin zum Weltenbaum aufgebrochen. Wenn ich zurückkehre, werde ich euch mehr erzählen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich habe nur eine Bitte. Bitte bringt diesen Brief zum Magier in Berg von Apnoda. PS, passt auf euch auf. Verliert nie den Mut oder den verliert nie den Mut oder die Träume, die ihr habt. Zu meinen geliebten Söhnen. Brown G. Was ist das? Der Weltenbaum. Yggdrasil? Der Zusammenbruch der Erde. Hat dieser Brief irgendwas geschrieben, dass wir das irgendwo hinbringen sollen? Ja, aber irgendein Schwachsinn ist da drin. Also sollten wir irgendwas damit trotzdem machen? Da hast du natürlich recht. Ich erinnere mich an Dads Gerede über dumme Geschichten und dass wir die Klappe halten sollten. Ja, vergiss das natürlich nicht. Rain und Ponga kommen endlich auch mal rein. Warum kommt ihr erst so spät rein? Aber ich hab jetzt Ferric Falcon gesehen, oder? Rain? Nun, ich glaube, das war, aber... Ich denke, er sagt die Wahrheit. Ich habe oft gefühlt, dass seine Welt ziemlich dunkel wird. Ja, aber du kennst unseren Dad nicht. Er redet immer denselben Müll zu uns Kindern. Aber ich denke, ich verstehe. Was in diesem Brief geschrieben ist, ist nicht irgendein Hingerede. Wie kannst du das sagen? Es ist nicht so, als wüsstest du... Moment. Wie kannst du sowas sagen? Gibt es etwas, was du weißt, was wir nicht wissen? Kannst du es uns sagen? Es tut mir leid. Noch nicht. Moment, Rain weiß was? Ist sie vielleicht das Mädchen in... Moment, nee, das ist aber keine Fee. Egal. Mach dir keine Sorgen. Wenn du bereit dazu bist, dann erzähl es uns natürlich. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja, tolle Entschuldigung. Aber gut, wenigstens ist jetzt dabei und ich kann dieses Snack mitnehmen, endlich. Okay. Soweit zur Schatzkammer von Großvater, sag ich schon, vom Vater. Wo gehen wir jetzt hin? Nun, ich glaube zum Berg Apnoda. Ich glaube, Berg Apnoda ist unser nächster Halt. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein Magier ist oder nicht, aber wir sollten es mal nachprüfen. Ja, dann werden wir das doch so mal in Angriff nehmen. Wo auch immer dieser Berg sich befindet, allzu weit dürfte er ja hoffentlich nicht sein. Sonst haben wir ein Problem. Aber mit diesem Typen kann ich doch eigentlich auch reden. Ah ja, DJ K.R. und Blue. Ihr zwei, seid nie im Trainingsgrund der Ruhen aufgetaucht, oder? Babel! Chua! Leben ist Training, Babel! Was auch immer der von sich gibt. Ich gebe dir hier und jetzt Training. Okay? Wir kämpfen hart und der Kampf geht los. Jetzt beginnt das Training hier. Okay, jetzt kämpfen wir auf jeden Fall gegen drei sozusagen, Schüler, drei Lehrer, die sozusagen die Kampfkünste von DJKR Blue sozusagen
eingeübt haben? Na, auf jeden Fall haben die wahrscheinlich mit dem Vater viel zu tun gehabt und jetzt kann ich mich auf jeden Fall unter Beweis stellen. Ist zwar ein bisschen kacke, weil Ponga bald schon am Krepieren ist. Ich denke mal, einen Schlag dürfte er noch wegstecken, ohne große Probleme. Und deswegen hoffe ich mal, dass das noch gut läuft, ohne dass Ponga stirbt, weil das gibt nämlich Erfahrungspunkte, wie gesagt. Das heißt, okay, ich werde Ponga in Sicherheit wiegen. Ist definitiv erstmal gerade besser. Die halten auch sehr viel aus. Moment, ich kann mal kurz nachgucken, wie viel die überhaupt haben. Also der hat noch 116. Ach du Scheiße. Die haben, okay, alle 140, aber der da unten ist gleich auch erledigt. Das heißt, dann kann ich alle mit allen auf diesen mich drauf stürzen. Und weg. Bleibt nur noch der, dann habe ich den Training geschafft. Nein, Ponga bleibt weg. So, auch Rain ist auch schon bald erledigt. Scheiße, hält die noch einen Schlag aus? Ich glaube nicht. Das heißt, ich werde die auch erstmal wegschicken. Okay. Du willst es wohl nicht anders? Was hast du davon? Wir haben das Training gewonnen. Echt schon toll. War ja Gott sei Dank ziemlich locker und wir kriegen sogar reichlich Erfahrungspunkte für diesen Trainingskampf, in Anführungszeichen. Okay. In Ordnung. Ich werde Blue alles über meine Ausrüstung beibringen. Teleport-Falle haben wir gelernt. Delusionsfalle. Du bist schon etwas gewachsen, oder? Natürlich auf einer Reise mit einer süßen kleinen Freundin. Oh, ist das nicht toll, noch so jung zu sein? Ich könnte eifersüchtig auf dich sein. Achu! Gesundheit. Okay. So viel dazu. Naja. Jetzt können wir auf jeden Fall unsere Reise fortsetzen. Hier gibt's ja leider nichts mehr. Oh, zu gucken? Na toll. Ist wieder was im Brand. Also, wo wollt ihr denn jetzt hin? Ich muss einen Brief, ich muss den Brief meines Vaters einem Magier geben. Den Magier? Oh! Ihr hört euch an wie euer Vater. Ihr redet von Träumen und ihr werdet niemals aufhören, euch wie euren Vater zu verhalten. Wenn ich es nicht besser sagen könnte. Ah ne. Wie ihr sehen könnt, bin ich ein zufälliger, keine Ahnung, Typ. Wir müssen unsere Träume aufrechterhalten. Okay, das war alles, was du mir sagen wolltest? Na toll. Gut, haben wir nur noch mal gesagt bekommen, dass wir wirklich zum Magier wollen? Das hier müsste doch der Berg sein. Ja, Apnoda Aufstieg. Okay. Das heißt, hier müsste ich also den guten Herren finden. Der Nebel ist jetzt fort. Aber das Wetter auf diesem Berg ändert sich jederzeit. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, werden wir doch im nächsten Video mal diesen Berg hier aufsteigen. Und mal gucken, ob wir diesen Magier antreffen werden. Ich bin nur gespannt, ob wir das im nächsten Video schon schaffen werden, diesen Magier antreffen, weil dieser Berg ist nicht gerade kurz. Erst recht, wenn alle Kämpfe drin bleiben. Na gut, Leute. Deswegen verabschiede ich mich hier und beim nächsten Mal geht's auf zum Berg. Und dann werden wir den Magier hoffentlich antreffen. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.